Viel Verkehr ist jeden Tag auf der A28 unterwegs. Und immer wieder sitzen in den Autos auch Menschen, die etwas zu verbergen haben. Drogen zum Beispiel, illegal erworbenes Geld oder eine falsche Identität. All das aufzudecken war am Donnerstagnachmittag wieder das Ziel einer gemeinsamen Kontrollaktion von Polizei und Zoll auf dem Parkplatz Bloh zwischen Oldenburg und Bad Zwischenahn. Die Autobahnpolizei Oldenburg führt hier auf diesem Parkplatz eine Großkontrolle durch. Ziel dieser Kontrolle ist es, die Kriminalität auf der Transitstrecke A28 zu bekämpfen. Zu diesem Zweck werden hier viele Fahrzeuge kontrolliert und dementsprechend auch die Insassen. Rund 130 Beamte von Zoll und Polizei kontrollierten bis in die Abendstunden rund 700 Fahrzeuge. Das Hauptaugenmerk der Kontrolle ist die Bekämpfung der Drogen- und Alkoholkriminalität. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass viele Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Fahrzeug führen. Zusätzlich kontrollieren wir Personen, ob sie Haftbefehle haben oder zur Fahndung ausgeschrieben sind. Ein dicker Fisch ging den Beamten bis zum Abend nicht ins Netz. 7 Personen mussten eine Blutprobe abgeben, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Die Polizei setzte die Kontrolle in der Nacht mit mobilen Einheiten fort.